Also wir wollen heute uns mit Bogenlängen beschäftigen, aber mittels Integralrechnung. Das ist heute unser Thema. So, nochmal schnell zur Auffrischung. Eine Bogenlänge ist zum Beispiel, ganz einfach, von hier bis hier einmal rum. Oder nicht von hier bis hier einmal rum, das wäre ja, ich schreibe mal. Das wäre ein Umfang einmal rum, ne? Das ist Pi mal d. Das geht einfach. Und wenn ich zum Beispiel sage, bloß von hier bis hier, also von hier bis hier, und ich habe hier einen Winkel, natürlich heißt der wie immer Alpha, ne? Dann kann ich sagen, dann ist u auch Pi mal d, ja, aber mal Alpha durch 360 Grad. Also nur ein Teil, ne? Ein Teil des Gesamten. Pi mal d ist das Gesamte und Alpha geteilt durch 360 Grad wäre dann so eine Bogenlänge. Oder eine Bogenlänge, ach, naja, so blöd wie sich's anhört, ist eine Bogenlänge auch sowas. In einem rechtwinkligen Dreieck, hier dieses Stück hier, könnte ich als Bogenlänge bezeichnen. Na und, es ist eben gerade gezogen. Wenn ich vorher vielleicht was Rundes draus hatte und ich ziehe diesen Schenkel noch weiter runter, dann wird er eben gerade. Dann ist es eben eine Länge. Aber in diesem Fall mal eine Gerade. So, das heißt also so gespannt, diesen Schenkel hier, diesen Schenkel so doll runtergezogen, bis der hier oben diesen runden, bisher noch runden Bogen glatt zieht. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das sind alles Bogenlängen. Das heißt also, da wir herausgekriegt haben, mittels Integralrechnung kann man ja auch verrückteste Kurven nachvollziehen. Also, dann könnte ich zum Beispiel sagen, eine Bogenlänge wäre von hier bis hier. Und dann kann ich diesen Graphenverlauf irgendwie nachvollziehen. Und dieser Graphenverlauf, der folgt einer Funktionsvorschrift, die mag f von x heißen. G von x, irgendwas von x. Bis dahin, glaube ich, ist das nichts Besonderes. Jetzt wäre, oder nochmals zur Erinnerung auch, was wir auch in letzter Zeit gemacht haben, wir haben Volumen ermittelt und da braucht man sowas zum Beispiel, indem wir gesagt haben, das ist Pi mal Integral von unten bis oben über r von x in Klammern zum Quadrat mal dx. Und r von x folgte einer Funktionsvorschrift, die dann hier durchaus lang gelaufen ist. Also hier, das könnte ich mir auch als r von x vorstellen. Und dann in Klammern zum Quadrat, das ist praktisch der Radius mal Pi, ist immer eine Fläche, also scheibchenweise. Und noch ein Scheibchen, noch ein Scheibchen, noch ein Scheibchen. Und dann hätte ich hier einen Rotationskörper. Ne? So kann man sich es vorstellen. Okay, das war also bislang unser Thema. Damit wir mal mit so einer Speziallänge, oder ihr wisst ja, ich mache es ja gerne von einfachen zum schweren, damit wir mal mit so einer Speziallänge hier, mit so einer Länge mal vorwärts kommen, lasst uns mal schnell überlegen, wie das aussieht, wenn ich sage, ich möchte eine Bogenlänge wie folgt ermitteln, erstmal per Hand. Also per Hand sähe es zum Beispiel wie folgt aus. Ich habe einen ganz einfachen Graphen. Schwupp und schwapp. Nee, der war nicht schön, aber das soll jetzt mal eine Gerade darstellen. Und zwar f von x ist 3 Viertel x. Ne? Nicht ganz 45 Grad, demzufolge 3 Viertel. Also kleiner als 1 ist der Anstieg. Und da ich hier irgendwie schneide, einen Schnitt bei der Y-Achse habe, sage ich plus n. Mich wird das n gar nicht so sehr interessieren, denn mir geht es jetzt, machen wir das von hier bis hier. Diese Länge interessiert mich. Das ist die Länge. Die interessiert mich. Wie gehen wir dabei? Ich male mal ein Steigungsdreieck ein. Das wäre hier. Schwupp und schwapp. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Dann habe ich von hier bis hier diese Strecke, die unten ist, Delta x. Und hier habe ich Delta Y. So, wie komme ich jetzt ran? Ich habe hier auf jeden Fall bei diesen Steigungsdreiecken, weil ich ja weiß, dass Y- und X-Achse rechtwinklig aufeinander stehen, habe ich eine Möglichkeit. Wie geht's? Der Satz des Pythagoras. Pythi sagt also, das zum Quadrat plus das zum Quadrat ist L Quadrat. Also ich kann schreiben, L Quadrat ist gleich Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat. Nichts Besonderes eigentlich, ne? So, und wenn ich mir jetzt mal hier so ein Beispiel nehme und sage, das war von 2 bis 8, dann habe ich also L, ich mache es mal anders,
Ich nehme mal hier das Quadrat weg und schreibe mal gleich hier über den ganzen Ausdruck eine Wurzel. Einverstanden? Hier, über alles. L ist demzufolge die Wurzel aus. Und jetzt, was ist Delta x Quadrat? Von hier bis hier sind 6 zum Quadrat 36. Längeneinheiten zum Quadrat. Nee, ich schreibe es mal anders. Damit es noch deutlicher wird für alle die, die uns nicht kennen. In Klammern zum Quadrat. Ne? Delta x ist 6 Längeneinheiten in Klammern zum Quadrat plus Delta y. Also muss ich sagen, tja, wie kriege ich Delta y raus? Also mal hier diese beiden Punkte entsprechend, f von 2 und f von 8 betrachtet, kann ich sagen, f von 2 wäre 3 Viertel mal 2 plus n. F von 8, 3 Viertel mal 8 plus n. Da ich die aber voneinander abziehen muss, die beiden Werte, damit ich das Delta rauskriege, kann ich mir die n's schon mal schenken. So ähnlich wie beim Integrieren. Ne? 3 Viertel mal 2, gucken wir uns mal an. 1 und hier habe ich 2. Das wären wahrscheinlich 3 halbe hier, also 1,5. Und hier, wenn ich hier kürze, 1 und eine 2 ist 6, ne? Also, hier die beiden abgezogen, 4,5, ich schreibe es da extra mal in Klammern, habe ich das blöde Delta noch drin. Das war natürlich unabsichtlich, außerdem unsauber. Also, 4,5 Längeneinheiten in Klammern zum Quadrat. Bis dahin noch klar, dass ich jetzt hier in den Taschenrechner eintippe, dann kommt raus 36 minus, weiß der Kuckuck was, um die noch was, plus, na sagen wir mal, 22, nicht ganz, 25, 22, 36, kommt irgendwas mit 50 raus und daraus die Wurzel ist ungefähr, ich habe es aber schon mal ausgerechnet, 7,5. Das ist auch logisch, ne? Längeneinheiten, wenn ich aus Längeneinheiten zum Quadrat wieder die Wurzel ziehe. Bis dahin noch klar, kann jeder mit dem Taschenrechner nachtippen, ne? Okay, gut, ja, jetzt wäre es allerdings schön, denn solche glatten Kurvenverläufe haben wir ganz selten in der Praxis, ne? Hier schon alleine bei unseren Rotationskörpern hat man es gemerkt. Jetzt müssten wir uns irgendwie was erfinden, und zwar, lasst uns mal was probieren. Wir probieren mal was. Wir probieren mal, ob man das irgendwie hier, diese Zusammenhänge, ob man die irgendwie hinkriegt. So ähnlich wie in dieser Formel hier, so ähnlich. Also, L muss ich aus einem Integral von unten bis oben, ne, wieder, untere und obere Grenze meine ich damit, von irgendwie einer Funktion, die unseren Funktionsverlauf, unseren Graphenverlauf kennzeichnet, irgendwas mit, ja, Wurzel oder weiß der Kuckuck was, plus weiß ich noch nicht, auf jeden Fall mal dx, ne, so ein Ding muss das werden. Irgendwie. Konkret, also wenn ich das jetzt hier konkreter machen würde, müsste das heißen, L wäre gleich Integral über, tja, naja, von 2 bis 8, irgendwas mit 3 Viertel x und vielleicht irgendwas mit Quadrat oder wie geht das? Wie kommen wir da ran? Ich muss da hier irgendwas draus machen. Ich muss irgendwie irgendein dx hinkriegen. Denn ich muss ja einen Wert mit einem anderen Wert multiplizieren. Aber schnappen wir uns nochmal diese Formel hier. Diese Formel, die müssen wir irgendwie so umstellen, dass wir das y oder das x irgendwie rausbringen. Am besten das x rausbringen aus der Wurzel, damit wir mal dx haben. Dazu mal eine Vorüberlegung. Wenn ich zum Beispiel sage, also das wäre eine Art Nebenrechnung. Wenn ich zum Beispiel sage, was habe ich mir für ein Beispiel überlegt? Ja, die Wurzel aus 3 plus 4. Die Wurzel aus 3 plus 4. Da will ich irgendwie was rauskriegen. Irgendwie. Wie kriege ich das, die 3 raus? Oder wie kriege ich das, dass dahinter etwas steht, ohne dass ich den Term verändere? Ich mache mal einen Vorschlag. Wenn ich alles mal 1 nehme, passiert gar nichts. Ne?
Und wenn ich mir jetzt Folgendes überlege, ich sage, Wurzel aus 3 plus 4, nehme ich mal 3 Drittel. Dann ist auch noch nichts passiert. Hat sich wertmäßig nichts geändert. Also hier mal 1, aus der 1 mache ich einfach 3 Drittel. Was ist denn, wenn ich das jetzt so umschreibe, dass ich sage, Wurzel aus 3 plus 4 geteilt durch, und jetzt schreibe ich diese 3 hier, die lasse ich hier hinten, und diese 3, die schreibe ich drunter. Habe ich auch noch nichts verändert. Einverstanden? Ist noch nichts passiert, nichts Schlimmes. Machen wir mal weiter. Ich mache mal hier unten weiter. Wie könnte man das machen? Wurzel aus 3 plus 4 geteilt durch diese 3. Wie kann ich denn die unter die gemeinsame Wurzel ziehen? Wie kann ich diese 3 hier unter eine gemeinsame Wurzel ziehen, ohne dass sich wertmäßig was verändert? Ich mache mal einen Vorschlag. Ich schreibe hier nochmal Wurzel aus 3 plus 4. Und hier drunter schreibe ich mal 3 Quadrat und mache da ein Wurzelzeichen drüber. Und hier hinten kommt wieder meine olle 3, die grüne. Habe ich immer noch nichts verändert, ne? Aber ich habe jetzt einen Vorteil. Wir wissen ja, Einzelwurzeln bzw. Gesamtwurzeln ist erlaubt. Also kann ich eine Gesamtwurzel schreiben, 3 plus 4, ist gleich, darunter steht 3 Quadrat. Und hier hinten steht mal 3. Jetzt habe ich diese 3 hier hinten rausgekriegt. Und hier unten habe ich ein bisschen geschwindelt. Aber es ist nur durch Erweitern passiert, durch ein bisschen Umschreiben, durch Anwenden von Potenzgesetzen, ist sowas passiert. Jetzt eine Übung für euch. Macht mal aus dieser Formel hier, aus der gelben, mal sehen, ob ich die gefangen kriege, macht mal da das Gleiche und versucht mal Delta X rauszukriegen. Na? Mal sehen. Ich kopiere mal. Schwupp. Also macht mal das Gleiche wie eben aus diesem Käse. Ich lösche mal diesen Kram weg. So, jetzt seid ihr dran. Also, nochmal. Das gleiche Verfahren so anwenden, dass Delta X rauskommt. Das ist der Haken da dran. Jetzt los. Ich sag's nochmal schnell. Also hier aus dieser gelben Geschichte soll irgendwann mal ein Delta X hinter einem Wurzelausdruck stehen. Egal was unter der Wurzel ist. Das ist unser Ziel. Das hier. Das ist unser Ziel. Irgendwie was unter der Wurzel, was Schlaues. Und dahinter mal Delta X. Das ist das Ziel. Das wollen wir hinkriegen. So, ihr seid dran. Also wenn wir jetzt das Gleiche nochmal machen. Ich habe schon gesehen, bei einigen war es schon sehr schön, wunderbar. Machen wir das Gleiche nochmal. L ist demzufolge. Jetzt schreiben wir einfach die Wurzel aus Delta X² plus Delta Y² mal Delta X durch Delta X. Und das Letzte, das erspare ich mir. Ich schreibe das mal gleich unten drunter. Ne? Durch Delta X. Bis dahin noch klar? Jetzt habe ich das dahinter gelassen. Jetzt sieht das schon schön aus. Jetzt schwindel ich. Jetzt mache ich hier aus dem unteren Delta X, mache ich ein Delta X Quadrat. Also ist Wurzel aus Tralala geteilt durch. Und jetzt Delta X in zum Quadrat und daraus eine Wurzel. Jetzt habe ich Wurzel über Wurzel mal Delta X, steht noch dahinter. Jetzt geht's weiter. Jetzt schreibe ich ein bisschen sauberer wieder. Wurzel aus Tralala sage ich nicht mehr. Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat. Und jetzt durch Wurzel aus Delta X zum Quadrat. Und demzufolge kann ich was machen? Ich kann, wenn ich hier die Wurzel habe, so wie hier oben, in diesem Bereich, kann ich die Wurzel auch gleich über alles ziehen. Und habe hier unten drunter ein Delta X Quadrat mal Delta X steht noch immer dahinter. So wie die olle 3 dahinter immer geschrieben ist. Jetzt spalte ich diesen Term auf hier. Also, L ist demzufolge Wurzel aus Delta X Quadrat durch Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat durch Delta X Quadrat. Ich habe dieses
diesen Bruch hier, Delta x² plus Delta y² durch Delta x², beides, habe ich aufgespalten. Und hinten kommt wieder mein olles Delta x. So, weiter geht's. Jetzt kann ich diesen Kram hier, na, hier, diesen Kram, den kann ich kürzen zu 1. Also, Wurzel aus 1 plus und diesen Kram hier, den kann ich gemeinsam einklammern. Also, das kommt jetzt. Und die 1 ist diese hier, das gekürzte. So, weiter geht's. Schreibe ich also Delta y durch Delta x in Klammern zum Quadrat. Ich habe bis jetzt nur umgeschrieben, mal Delta x. Das steht immer noch dahinter. Und jetzt habe ich es eigentlich schon fast. Aber jetzt müssen wir uns was anderes klar machen. Delta x ist ja ganz gut und schön. Ein Delta resultiert aus folgendem Umstand. Das war Delta y, Delta x. Da habe ich ganz konkrete, aber wirklich ganz konkrete, feste Werte. Wir wollten aber, und das ist das Problem an der ganzen Geschichte, wir wollten aber das hier, so wie wir es beim Integrieren und Differenzieren auch machen, gegen 0 gehen lassen. Und was passiert jetzt? Gucken wir uns mal den blauen Term an. Der blaue Term heißt Delta y geteilt durch Delta x. Das ist ein Anstieg für feste Größen. Aber was ist, wenn ich dieses Delta x unter dem Bruchstrich gegen 0 gehen lasse? Wenn ich also sage, ich will den Grenzwert bilden von Delta x geht gegen 0, was ist denn das dann? Was wird das? Ich möchte das jetzt nicht mit H-Methode alles ausmetzeln, das dauert zu lange. Aber was ist das? Das kennt ihr noch. Genau, das entspricht nämlich der ersten Ableitung. Aha. Wenn ich also, hier bei konkreten Werten, klar, Steigungsdreieck haben wir gesagt. Wir haben auch Anstieg gesagt. Wenn ich das aber für verrückte Kurven haben will und hier überall solche kleinen Steigungsdreiecke habe mit lauter kleinen Delta Xen, dann habe ich die erste Ableitung. Darum geht's. So. Jetzt könnte man eigentlich was basteln. Jetzt könnte man eigentlich so eine Integration anwenden dafür. Und zwar so, dass es echt aussieht, dass wir wirklich damit was anfangen können. Ich mache mal einen Vorschlag, bevor wir lange herleiten. Ich schreibe einfach die Länge. Und jetzt für eine beliebige Kurve ist Integral von unten bis oben, unter bis obere Grenze, über. Jetzt kommt mein Wurzelausdruck, 1 plus, und jetzt schreibe ich nicht, Achtung, jetzt schreibe ich nicht Delta y durch Delta x, denn ich will hier hinten auch kein Delta x sehen, sondern ein dx sehen. Und das ist wichtig, also hier nochmal, hier muss ein dx draus werden und demzufolge muss ich hier draus machen die erste Ableitung. Aber in Klammern zum Quadrat, es ist wirklich so. In Klammern zum Quadrat deswegen, weil ich eigentlich durch Umformen hier bloß eine Art Pythi draus gemacht habe, als Pythagoras. Also heißt das, wenn ich das jetzt hier, das hier, ich zeige es nochmal, wenn ich, jetzt nehme ich aber mal orange, das hier anwende, dann sieht das wie folgt aus. Dann habe ich hier f' von x und das in Klammern zum Quadrat. Es ähnelt unserer Volumenformel so ein bisschen, ne? Aber hier hat es damit nichts zu tun, sondern hier geht es darum, dass ich das, wie gesagt, durch pythagoreische Umwandlung erreicht habe. Und hier hinten darf ich jetzt, weil ich hier nämlich die Ableitung gebildet habe, einen Grenzwert, darf ich auch wirklich ein Differential verwenden. Und zwar dx. Jetzt habe ich es. Und das ist die allgemeine Formel, um das auszurechnen. Jetzt sollten wir wenigstens mal ausprobieren, ob die auch für unsere einfache Geschichte mit dem ollen Dreieck, hier mit den 7,5 Länge, ne? Hier, ob das auch dafür gilt. Wenn wir das dafür hinkriegen, dann müsste es ja funktionieren. Setzen wir das mal ein.